Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, wir sind hier gerade unterwegs und zwar in der Folge 55 und waren am Mohn auskarren. Warum schlackert er gerade? Genau. Das mach nicht ich. Der hat auf einmal plötzlich zur Seite gezogen und ich weiß nicht warum. Das macht er jetzt gerade schon wieder. Ich glaube, so einen Problempunkt hatte ich schon mal, dass er auf einmal extrem lenkte immer. Ich weiß nicht warum. Ich war gerade auf dem also einen Verkaufspunkt schon genommen. Sehr schön. Da kommt Geld rein, nämlich schöne Ladung Mohn verkaufen. Wir haben ungefähr für Soja und Mohn momentan den gleichen Preis, aber es sieht echt aus, als wenn wir für Mohn mehr vom Hektar runterkriegen, weil wir die Drescher schneller voll kriegen. Ne? Das ist der Punkt. Ja, ich werde natürlich jetzt einmal durchschalten und werde einmal die Drescher leer machen. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Irgendwie hakt aber hier gerade ein bisschen was. Ich mache mal die Minimap aus. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Okay. So, der Kollege ist auf jeden Fall auf der anderen Seite. Motor läuft. Dann gucken wir doch mal. Ja, wir müssen natürlich hier schon mal die Klappe aufmachen. Das war ja der Ersatzmondfahrer sozusagen. Und dann schauen wir mal. Aber hier, ich habe nur minimal gelenkt und er flippt hier sofort komplett aus. Schon wieder. Und ich weiß nicht, wodurch. Weil ich muss zugestehen, ich habe die Folge von gestern und heute hintereinander weg aufgenommen und eigentlich nichts gemacht, ne? Also ich habe den nicht gespeichert, nicht getan, nicht überhaupt nichts oder so. Ich werde jetzt hier auch mal. Ihr seht selber, er schert sofort aus. Ich habe echt nur minimalst korrigiert. Ist echt sehr kurios. Jetzt war ich schon extrem. Wow, ist also nicht. Also der, das betrifft den ja immer nur die. Er ruckelt auch gerade wie blöd. Ich weiß echt nicht warum. Ich kriege ihn ja nicht mal gerade hingedreht hier. Aber das Entladen, bis es startet, dauert eine Ewigkeit. So, ja, ich fahre nochmal da drunter. Und sonst muss ich gleich mal gucken, ob ich vielleicht einen Neustart oder sowas machen muss. Dann wird es leider einen kleinen Schnitt geben. Aber ihr seht selber hier, es ist nicht lenkbar und ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß echt nicht, was es ist. Ja, aber wie gesagt, hat keinen Sinn. Ich mache jetzt hier einen kleinen Schnitt und wir sind dann gleich wieder da. Ich starte den ganzen Spaß aber neu. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und es scheint wieder zu funktionieren. Also ein kleiner Neustart und schon lief alles wieder. Ich muss natürlich jetzt eben kurz, die Züge habe ich schon einmal durchgeskippt. Die sind schon aus. Hier muss ich jetzt natürlich die Helfergeschichten wieder anmachen. Deswegen tanke ich ihn jetzt erstmal in kurzen Runde ab. Deswegen wird auch oben nur hier mein Fahrzeug angezeigt, weil in den anderen ist kein Fahrer drin, sprich auch kein Helfer. So, den lassen wir hier schon mal stehen. Ich steige hier schon mal oben auf die Kiste hier. Vogel mich hier zwischendurch. So. Da ist nicht mehr viel drin. Und dann starten wir den Spaß. Aber witzige Angelegenheit. Also ich hatte ja schon mal, aber da war es auch erst nach dem Neustart weg. Deswegen habe ich gleich diesmal gar nicht so viel rumexperimentiert und gleich gesagt, so. Und gut ist. So, du machst den, du bist leer. Machen wir Motor an. Machen Helfer an. Hier steige ich mal eine Runde aus. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Helfer hier ist.
Irgendwie sind da so komische Blätter unten im Ansatz. Naja, auch egal. So, der hier ist noch nicht voll. Das heißt, hier mache ich auch mal kurz den Helfer wieder an. Dann geht es hier auch wieder weiter. So, die beiden fahren. Der braucht noch nichts. Der braucht auch noch nichts. Und der steht beim Supermarkt, weil wir hatten ja unseren guten Mondpartner verkauft. Den fahren wir jetzt auf jeden Fall wieder zurück zum Hof. Wir sind bei 709.000. Das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, mal richtig schön gegen die Laterne zu schmettern. Das haben wir lange nicht getan. Und ich bin diesmal so kackfrech und fahre den Grünstein. So, hat jeder gesehen. Ich habe es einfach getan. Okay, so, dann wollen wir mal gucken, dass wir einigermaßen zügig wieder zurückkommen. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas davon der Durchfahrweg war. Irgendwie kommt mir das jetzt sehr komisch vor. Ich glaube, wir müssen hier vorne links, ne? Das sollte es eigentlich sein. Ja, genau. Hier müssen wir links. Einmal ein kleines Stückchen durch den Wald, ein bisschen um den Hügel rum. Hier sind schon überall Lichter angegangen. 19:30 ist das Ingame am Start. Was jetzt ziemlich spät vorkommt, echt? Na egal. Wir können es nicht mehr ändern. Irgendeinen Grund hatte ich gedacht, dass wir ja noch nicht keine 19:30. Seht ihr, diesmal kann ich auch feine Lenkungen durchführen, was die ganze Zeit nicht funktionierte. Diesmal lenkt er ja dann auch gar nicht, so wie es aussieht. Alles sehr komisch, muss ich sagen. Ja, fast vor dem Korntank ist ganz super, aber momentan nicht so wirklich relevant. So, da sind wir über unser Minimap. Ich weiß auf Anhieb jetzt nicht mal, welcher von denen jetzt als nächstes wieder am vollsten ist. Aber das sehen wir gleich. Der eine ist nämlich jetzt gleich schon wieder voll. Wow, bin ich hier am Rumeiern, ist ja fürchterlich. Hier haben wir den Zug geparkt, okay. Warum nicht? Und da war unsere Einfahrt. Ich bin jetzt einfach über fremde Grundstücke hier gefahren. Ist auch irgendwie dreist, ne? Finde ich auch. So, er blinkt und ist voll, aber ich glaube gar nicht mal, dass er der entscheidende Faktor in der ganzen Geschichte ist. Weil ich glaube eher, dass, ich wollte gerade sagen, er nämlich gerade erst eine einzige Lieferung hier drin hat. Das heißt, wir werden uns mit dem anderen LKW auf jeden Fall nochmal ein Stück Richtung dem Soja-Wagen, dem Soja-Drescher begeben sozusagen. Das macht bedeutend mehr Sinn. Da wollen wir mal schauen. Mal sehen, was da geht. Ja, hier müssen wir leider beim Abtanken dabei bleiben. Weil natürlich hier sofort gleich wendet und wir sonst sofort im Weg stehen. Was nicht ganz so praktisch ist. Deswegen warten wir aufs Momentchen eben. Ja, und dann fahren wir ihm noch eine Runde weiter. Zum Soja-Kollegen. Gut, gut. Dann müssen wir echt mal unserem Stroh weitermachen. Ich könnte mal gerne mal einen Kommentar bei schreiben. War es, bevor ich gerade den Neustart gemacht habe, echt auch schon 7:30? Also ich meine, es wäre längst nicht so dunkel gewesen. Echt komisch.
So, frage ich mich sofort wieder aus der Frucht raus, wenn ich im Weg sein. Dann kann ich gleich in ihn hier einsteigen und eine Runde umdrehen. Und der Kollege hier sollte ihn ja noch eine Zeit lang beschäftigen können. So. Hier sind wir wieder bei der Wiesen. Wow, da war mal eckig, würde ich sagen. Hinten rein und zur Seite wieder raus ist jetzt die Devise. Wow, also ich habe es irgendwie mit Laternen, muss ich sagen, heute. Auch die habe ich wieder mit Schmackes genommen, ey. So, dupdidu-didu. Und ist er schon voll? Nee. Wir lassen ihn erstmal hier stehen. Fahren ihn hier mal zurück, dass er Wasser reinmacht. So, rein produktionstechnisch. Hier ist Getreide drinne. War schon wieder gegen die Laterne. Aber ich habe doch auch Mist angeliefert. Ach nee, klar, ich habe Mist angeliefert und habe den Dünger produziert, aber habe natürlich noch kein Dings produziert, noch kein Saatgut produziert. Das war es ja auch. Dann habe ich schon, dass da Getreide noch drin ist. Saatgut hatten wir überhaupt noch nicht gemacht. Wir hatten ja nur so Düngerproduktion angeschmissen mit dem Mist, den wir hatten. Ne? So, mal gucken, wenn wir die Anzahl der Kühe wieder erhöhen, dass wir über Nacht mal wieder eine derbe Ladung Mist kriegen. Die Transporter steht hier zu Hause. Ja, ich fahre jetzt aber hier Grünstreifen, genau. Besonders wenn ich Licht anmache, dann sehe ich auch ein bisschen besser, wo ich lang fahre. Fürchterlich. So. Irgendwie komme ich aber zu nichts, wenn ich ehrlich bin. Weil unser Kollege Stroh hier, der steht hier auch schon seit 1000 Jahren. Nein, so rum. Richtig. Und nimmt dann auf. Ja. Sehr schön. Damit müssen wir dann also mal sehen, dass wir zu den Tieren fahren. Das ist ja zum Glück auch gar nicht so weit weg für uns. Gucken, was da reingeht an Stroh. In der Produktion ist was drin. Und wir können natürlich auch wieder produzieren lassen. Wir müssen nur eine Runde Silage dementsprechend dann bewegen. Da wir nämlich Silage ohne Ende haben, nämlich eine halbe Million Liter fertig. So. Ja, ich weiß, dass der andere Drescher fertig ist, aber ich werde jetzt einmal mich wundern, wo ich lang fahre. Da hat sich eine kleine Bordsteinkante aufgehängt hier. Sieht so aus. Wir werden jetzt erstmal hier auch mal derbe eine Runde Licht anmachen. Besser ist das. So, voller Korntank. Das ist alles voll. Das war ein Traum. Wir müssen den Weg hier nehmen. So. An unserem
Wassertransporteur hier vorbei. Und der müsste das hier Stroh sein. So, wie viel nimmst du denn an? Gucken wir doch einfach mal. Ja, 2 Liter oder so. Das ist ein Traum. Da ist schon wieder eine kleine Spur Mist zu sehen. Also im Dunkeln arbeiten macht nicht wirklich Spaß, muss ich sagen. So. Und es macht auch nicht wirklich Spaß, dass ich immer überall gegenfahre. Ich gestehe das ein. So, raus damit. Und wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Ich hege die Vermutung, da ich den Spaß ausgemacht habe und dass es jetzt schon ziemlich dunkel wird, dass wir einen Tag wahrscheinlich keine Ernte machen. Und tatsächlich dabei gehen und einfach gleich die Nacht vorspulen, damit wir die Arbeit hier nicht am Tag machen müssen, weil wir müssen das die anderen Felder ja auch noch machen. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wie gesagt, Pflanzenwachstum hatten wir ausgeschaltet. Ich werde jetzt einfach mal die Nacht vorbeiziehen lassen. So, ja, in der Zeit, wo ich die Nacht vorbeiziehen lasse, werden wir natürlich hier die beiden Kollegen machen. Moment, ich lasse die Nacht nicht ganz vorbeiziehen. Fällt mir gerade ein, wir sollten machen es beim nächsten Mal. Die Folge ist hier zu Ende jetzt, aber wir sollten, bevor wir weiter vorspulen, vielleicht die Tieranzahl noch erhöhen. Auch wenn wir jetzt vorspulen wollen, es dunkel ist, das sollten wir vielleicht noch machen. Ja, dann bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Sage ich vielen, vielen Dank. Ja, und bis morgen.